Hey Leute, Vollmer Weekend. Ich bin wieder einigermaßen gesund. Es ist noch so ein bisschen da, ein bisschen Husten, Schnupfen. So der letzte Rest, der nicht gehen will, der so hartnäckig bleibt. Ach. Naja, aber ich habe mich gut ausgeruht die letzten Tage und ich war gar nicht draußen. Bis auf gestern war ich kurz ein bisschen spazieren und so. Und ja, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Oh mein Gott, jetzt geht's gerade gar nicht. Genau, und ich wollte so die Wohnung ein bisschen frühlingsready machen. Naja, nicht so richtig, aber so ein bisschen Deko und ein paar neue Blumen. Deswegen fahren wir jetzt in so ein Blumencenter und holen ein bisschen Erde. Weil ich muss auch unbedingt, oh mein Gott, meine Calamansi ist zusammen abkacken. Und ich will nicht, dass sie abkacken, weil die schön gewachsen sind schon. Deswegen, da muss ich ein bisschen umtopfen. Das holen wir jetzt, also kommt jetzt mit. Okay, jetzt sind jetzt angekommen. Guck mal, die haben so... Oh ja, das wäre so geil, so ein Baum und überhaupt so eine... Ich hätte so gerne eine Bank. Das finde ich voll schön. Dass hier alles steht, die Deko ist echt krass. Guckt mal. Oder sowas, so eine Bank. Und dann so ein... Das wäre doch cool, so ein Baum. Ja, und ja, das könnte da so, das könnte so mittendrin stehen. Weißt du? Das wäre voll geil. Und er könnte dann da hochklettern, ne? Und oben macht man so ein Podest oder so. Und dann holt man die Feuerwehr. Also, oder verschiedene, nein, verschiedene Podeste, weil er kann ja kommt nicht runter. Guck mal da, ein Elefant, krass, oder? Mhm. Und die Lämmchen, wie süß. Das ist so schön Deko. Oh, das ist doch geil, wenn du sowas hast. Machen wir das doch draußen auf die Terrasse. unser Bauernhof. Oh, guck doch mal, das ist doch so niedlich. Wie süß es aussieht. Wir sind jetzt woanders. Aber ich habe schon vorhin was geholt, aber ich hole das. So eine weiße Tulpe, das kommt raus. Ich hoffe wirklich. Das ist schön. Und dann so Narzissen. Ah! Gott, ich hing da gerade mit meinem... Guck mal, so Minis. Ah, das ist extra für Kakteen und Sukkulenten. Vielleicht sollte ich mal so eins nehmen. Aber ich brauche erstmal diese Zitruserde. Das ist schon wichtig. Okay, seit wann schmeckt dieses Mr. Tom so lecker? Seit man extrem Hunger hat, gell? Ja. Ich glaube, das ist das Ding. Das schmeckt echt gut. Köstlich. Voll nach Karamell, guck mal. Mmh. Guck, aber das sind die anderen. Das sind die anderen Zwiebeln. Jetzt kommen diese noch dazu. Mhm. Ey, hallo! Es ist ein Schock gerade! Wir sind gerade bei Teegut gelandet. Und jetzt hat ja hier diese Marke, hat ja jetzt so vegane Produkte rausgebracht. Ich habe jetzt diese zwei schon mal gekauft und gegessen. Und die sind sehr lecker, muss ich sagen. Ja, leider geil. Schmeckt wirklich gut. Die haben nicht alles vegan, vieles ist vegetarisch, da haben nämlich noch Ei drin. Das ist aber auch vegan. Aber das hatte ich noch nicht. Ich überlege, ob ich mir das hole. Ich frage meinen Freund, ob er auch Bock drauf hat. Aber das schmeckt wirklich gut hier. Diese beiden Sachen sehr lecker. Sehr würzig, das hier. Komische Farbe, aber sehr würzig. Und das hier schmeckt sehr gut. Ich wünschte, dass die mal die Salami vegan machen. Aber die hatte ich noch nie. Die nehme ich mal. Pizza Pepperoni vegan. Guck mal, mit würziger veganer Paprikawurst von Wheatie. Und Grillgemüse. Cool. Test ich. Okay, ich habe gerade noch übersehen. Die ist auch vegan. Pizza Pesto vegan. Mit Käse aber auch. Veganem Käse. Ich glaube, die nehme ich auch. Da seht ihr den Glitzer. Man sieht es kaum. Doch, man sieht es. Das ist von der Too Faced Palette. Die habe ich heute zum ersten Mal aufgetragen. Sieht so geil aus. Glitzert so schön. Ich liebe es. Also, wenn ich es nämlich so direkt drauf halte, sieht man es nicht so gut. Im Spiegel sieht man es besser. Jetzt sieht man es auch, wenn es unscharf ist. Glitter! Wir sind wieder daheim. Hier ist mein Outfit of the Day nochmal. Ich habe heute mal wieder meinen schwarzen Mantel an, den ich schon lange nicht mal, also dieses, na nicht dieses Jahr, sondern diese Saison nicht sehr oft getragen habe. Aber darunter trage ich, also der ist von Asos, schon voll alt, aber ich liebe den, weil der ist sehr schön schlicht und sehr classic einfach. Darunter trage ich einen Blazer,
dieser Doppelreihige, die sind jetzt auch voll angesagt, ne? Ich mag das ja eh sowieso schon immer, weil es so ein bisschen, ja, so ein maskuliner Schnitt ist, das mag ich ganz gerne. Und dann dieses, so ein Rollcreme, Rollkragen, Strickteil. Oh Gott, meine Stimme. Und dann diese Jeans, die ich in letzter Zeit wieder sehr oft trage. Ich werde euch mal das Outfit verlinken. Aber das sind halt auch schon alte Teile teilweise. Vielleicht eher irgendwelche Alternativen, die ich finde. Aber so das Exakte gibt es wahrscheinlich nicht mehr so. Und dann diese Schuhe. Oh, die sind ein bisschen schmutzig geworden heute. Aber ich mag die ganz gerne. Die geben halt nochmal so einen Frühlingstouch, ne? Es ist halt so eine Frische, dieses Weiß und das Türkis. Diese Kombination mag ich total gern. Haben wir einen Glitzer natürlich. Hier sieht man es gut. Und PG hat Hunger, natürlich. Immer wenn wir nach Hause kommen. Hunger, Hunger, Hunger. Auch wenn wir zu Hause sind. Hunger, Hunger, Hunger. So, ein schnelles Essen. Salat. Das sind verschiedene Blattsalate. Dill und Petersilie. Peaches hat schon was bekommen, der faked jetzt nur. Ja, du fakest, hör auf! Und Kidneybohnen, dann gebe ich hier noch, die habe ich gestern im Backofen gemacht, das sind einfach Karotten mit Ras El Hanout. Ihr wisst, meine Backofen-Karotten, die sind geil, die gebe ich auch noch dazu. Und Dressing und das war's. Achso, und dann habe ich hier vegane Maultaschen, das sind fertige, die gab es jetzt ganz neu oder nur als Aktion bei Lidl. Und genau, die brate ich jetzt an. Ich habe die ein bisschen mit Wasser erstmal, dass die so von innen auch warm werden. Okay, bam. Das ist mein Salat hier. Riesig. Aber es sieht nur so aus, weil der Teller so groß ist. Hier für meinen Freund. Sieht gut aus, gell? Jupp. Aber ich habe hier noch die Karotten. So ein paar Karotten sind noch drin. Morgen gibt es gutes Wetter. Hi. Wir sind gerade wandern ein bisschen. Ihr seht, fällt nichts. Und wir suchen, wir haben ein neues Hobby, mein Freund und ich. Alles klar. Weh, wir finden nicht eine Sache, gell? Jetzt was? Ja, wir haben einen. Ja, sieht aus wie zumindest das hier. Seht ihr? Wir müssen es halt dann aufbrechen zu Hause. Mal sehen. Erste. Aha, Pause. Nach wie lang? Halbe Stunde. Nein, so blau. Ich würde mal sagen, das ist jetzt übertrieben. Nö. Das ist viel zu groß. Wir denken jetzt nur, weil das hier glänzt, ist das was. Aber nein, oder? Ich weiß es nicht. Wir kennen uns auch nicht aus. Das ist so schlimm. Wir haben keinen Plan. Ich hab zwar ein bisschen, wir haben uns ein bisschen eingelesen, aber wir wissen natürlich nicht alles klar. Und so sieht es die ganze Zeit aus. Ich laufe mit dem Stock und drehe jeden Stein um, den ich sehe. Der verdächtig aussieht, sage ich mal. Nicht jeden, aber so. Ich weiß auch nicht genau, nach was ich suche. Also obwohl, das, was ich suche, habe ich noch nicht gefunden. Das war halt so richtig rund oder wie so ein Ei, so eine Eierform, so richtig rund, halt abgerundet. So ein bisschen wie das hier. Und das sieht geil aus. Und es hat halt eine Naht oder wenn man das dann aufschneidet, dann verbirgt das was richtig Schönes innen drin. Gibt zwei Varianten. Duse oder Mandel. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir aufschneiden. Okay, wir sind wieder zu Hause. Das sind die jetzt gewaschen. Oh Gott. So, auf den ersten Blick sieht... Okay, der sieht geil aus. Das war das Letzte, was ich gefunden habe. Guck mal, wie rund. Ey, das sieht echt gut aus. Das Runde, oder? Ja. Sonst so, was meinst du so auf den ersten Blick? Schrott. Der sieht geil aus. Aber ich finde den auch nicht schlecht. Ja. Flop-Runde. Ja, bestimmt interessiert euch das so ein Scheiß, gell? Aber egal.
Das machen wir halt weg gerade. So sieht's aus. Ups, ich bin auf die anderen gefahren. Ach so, und das hier. Das sind die vermeintlichen Meteoriten, die wir dachten, aber ist nicht. Das hier ist ein schöner Fund. Der beste, der ist drin. Muss ich euch aber noch zeigen, die sind voll warm. Warum sind die so voll? Ach so, alles ist so warm hier. Guck mal, mein schleimgrünes, meine schleimgrüne Maniküre. Passend zu meinem Schnupfen. Okay, jetzt sind die Zwiebeln dran. Ich habe auch gelesen, dass sie leider für Katzen sogar giftig sind. Aber ich werde die hier nicht auf die Terrasse stellen, sondern ihr werdet es dann sehen auf das andere Stück, das abgesperrt ist. Nämlich hier, seht ihr, das ist ja hier abgesperrt, aber da geht es noch weiter. Und da stelle ich es dann hin, dann sehen wir das von der Küche aus. Aber Peaches kann da nicht ran. Genau. Immer dieses Problem, das ist auch so nervig, ne? Dass Katzen halt da immer ihre Probleme haben, aber das ist mir natürlich wichtiger. Sieht voll schön aus. Und das war's schon. Ich habe die mir da reingepackt. Und dann wollte ich die in so Einmachgläser reingeben, beziehungsweise das sind einfach recycelte Gläser. Auch von meinen Lieblingsgurken übrigens. Genau, da mache ich so kleine rein. Den Rest gebe ich, glaube ich, gemischt in den Kasten hier. Damit so ein bisschen Farbe einfach herkommt. Ja. Und? Ganz leicht. Was? Ja, aber das ist das doch nicht. Oder? Nee, da geht's einem ja richtig gut in der Sonne. Ey, du bist schmutzig. Peaches, hol da nicht diesen Dreck raus. Peaches? Ja, fein. Schön in der Sonne, gell? So warm heute. Krass. Also ich würde sagen, dieses ist ein Flop. Okay, Fazit, Flop-Runde gestern. Das sind noch die besten Sachen, die wir gefunden haben. Ups, das müsste man halt irgendwie schleifen oder so, dass es besser so zur Geltung kommt. Aber wir müssen noch sau lernen, das war ja nix. Mega-Flop. Ja, Mega-Flop. Oh Mann. Okay, ein Fossilienfund. Seht ihr hier? So eine Muschel oder was ist das? Oh, seht ihr, das ist so,